Das allererste, also so die ganzen Oberkategorien. Die Grafik, Audio, Movement, Gameplay, Bugs, Visibility von Gegnern, was die Sonne angeht, und Sprint-Out-Times bei den Waffen, die Kill-Time, die Menüs, die Lags, die Abbrüche, die Vision. Das sind die Oberthemen. Das alles ist komplett überarbeitet worden. Es gibt immer noch zwei, drei Sachen, die waren in der Beta nicht gut und die sind immer noch nicht geändert worden. Das sind aber Sachen, über die ich hinwegsehen kann, weil dieses gesamte Fundament von Game, von Call of Duty dieses Jahr richtig gut ist. Die letzten drei Jahre hab ich immer wieder gesagt, dieses Game hat unglaubliches Potenzial, was nicht ausgeschöpft wird. Und ehrlich, Modern Warfare 19 hatte mit der Grafik, mit der Audio, mit den Audio-Settings noch das größte Potenzial und hat das Schlechteste draus gemacht. Fangen wir an beim Audio-Mix. In der Beta klang es für die Hälfte der Spieler so, als wenn man unter Wasser wäre. Es gab keinen Bass, es gab keine Höhen, es gab keine Tiefen, es gab gar nichts. Hier ist es komplett anders. Der Audio-Mix ist super. Ich persönlich kann meine Schritte hören, ich kann Schritte von Gegnern hören, es ist aber nicht zu laut. Ich höre Explosionen, ich kann Waffen hören, die schießen. In der Beta konnte ich einen Gegner mit seiner Waffe nicht hören, wenn er 1 Zentimeter neben mir eine Waffe ohne Schalldämpfer abgeschossen hat. Das heißt, Audio insgesamt klingt jetzt so, wie es schon immer sein sollte, nämlich wirklich hervorragend. Ich gehe aber davon aus, dass sie die Fußschritte, so wie sie jetzt sind, nochmal lauter machen, damit mehr Leute Sinn darin sehen, Ninja und Totenstille zu nutzen. Weil sobald ihr 18 gegen 18 oder auch 12 gegen 12 spielt, ist so viel Action in dem Game, weil es so schnell ist. Es ist nochmal schneller als in der Beta, dass du Fußschritte wirklich nur mit einem guten Headset hören kannst und wenn du dich kurz darauf konzentrierst. Das finde ich aber in Ordnung. Ich finde es in Ordnung, ich würde es auch in Ordnung, laute Fußschritte zu haben. Ich würde 100% einfach nur Totenstille spielen. Dann die Grafik. Wenn ihr euch daran erinnert, in der Beta, wenn ihr eine Waffe abgeschossen habt, habt ihr so viel Rauch vor der Waffe gehabt. Ihr konntet nichts mehr sehen. Ihr hattet keine Chance, einen Gegner zu verfolgen durchs Visier. Alles war blurry, alles war so richtig verschwommen. Dann war das der Rauch davor. Dann habt ihr den Muzzle Flash gehabt, der auch noch da war. Es war ultra schlimm, einen Gegner sehen zu können. Das haben sie komplett entfernt. Es ist nicht mehr verschwommen. Ihr könnt einen Gegner tracken. Ihr könnt Gegner richtig sehen. In der Beta habe ich teilweise nur auf diese Namensschilder und auf die roten Punkte geschossen, weil ich den gegnerischen Charakter einfach gar nicht gesehen habe. Das haben sie komplett überarbeitet. Ich sehe Gegner trotz FOV-Einstellungen auch auf Entfernung. Was sie nicht geändert haben, was sie eigentlich ändern sollten, finde ich, ist die Tatsache, dass ein Teammate den gleichen Operator haben kann wie ein Gegner und 1:1 gleich aussieht. Ich bin immer schon Fan davon gewesen, dass man in Call of Duty Factions hat, also Deutschland gegen die Alliierten, Russland gegen China, USA gegen Japan, ist scheißegal. Hauptsache, man kann anhand des Äußeren schon als Spieler sehen, ob das ein Teammate oder ein Feind ist. Ich weiß nicht, ob sie das noch machen. Wenn sie es machen, wäre super. Aber es ist nicht game-breaking, weil ich durch die Namenstags und ungefähr durchs Lesen der Minikarte weiß, ob vor mir jetzt ein Gegner ist oder ein Teammate. Ist mir bisher noch nicht so häufig passiert, dass ich auf ein Teammate geschossen habe und dachte, es wäre ein Gegner. Die Sonne ist komplett genervt worden. Die Sonne war auf PS5 anstrengend in der Beta. Auf dem PC hat es manche Maps unmöglich zu spielen gemacht, weil die so geblendet hat, dass Spieler nichts mehr sehen konnten. Jetzt, wenn du auf der Karte nach oben guckst, kannst du wunderbar sehen. Du kannst wunderbar sehen, die Sonne blendet nicht mehr, so wie sich das gehört. Dann, einer der wichtigsten Punkte, die Sprint-Out-Times bei den Waffen. Das heißt, wie lange brauche ich, wenn ich im Sprint binne, dann die Waffe abfeuern möchte. Da gab es diesen einen Clip von Exclusive Ace, glaube ich, mit der M1 Garand. Ist gesprintet, wollte die Waffe fertig machen und es hat irgendwie, Sprint-Out-Time war 3,5 Sekunden. Müsst ihr euch mal vorstellen, 3,5 Sekunden, bis die Waffe fertig war. Komplett durch das Board haben sie die gesamten Waffen, also wirklich die gesamten Waffen, die Sprint-Out-Times um
ich weiß es nicht, 20-25% reduziert. Dazu haben sie das gesamte Movement nochmal verbessert. Man läuft schneller, man läuft flüssiger, man läuft nicht mehr gegen so Kieselsteine oder so kleine Barrikaden, die man gar nicht sieht. Das gesamte Game fühlt sich vom Speed extrem geil an. Meiner Meinung nach das beste Movement, was wir seit, ich weiß nicht, vielleicht seit Ewigkeiten hatten. Also dieses ganze Movement fühlt sich an, als wenn der Charakter wirklich genau das macht, was ich will, was er macht. Das ist für mich unglaublich geil, weil es sich einfach cool anfühlt, als guter Spieler einen Vorteil zu haben gegen den schlechteren Spieler. Wirklich absolut geiles Movement. Dazu Sprint Out Time besser. Die Leute bewegen sich. Also ich habe ganz selten jetzt so Kommentare gesehen von Leuten, die sagen, bei mir campen alle. In den Lobbys, denen ich hier spiele, das sind wahrscheinlich die höchsten Brackets, die es gibt, bewegen sich die Gegner. Weil du nicht dafür bestraft wirst, dass du sprintest. Du hast Totenstille, du kannst also auch leise laufen. Das ist mega. Das sorgt einfach dafür, dass der ganze Pace vom Game deutlich besser wird. In der Beta war es so, dass man nur gleichzeitig eine Drohne aktivieren konnte. Hat irgendein Teammate eine Drohne aktiviert, konnte ein zweiter keine aktivieren. Das heißt, früher war es ja so, umso mehr Drohnen du hattest, umso öfter hat das Radar aktualisiert. Und ab einer gewissen Anzahl Drohnen hast du so einen halben Orbi gehabt, sag ich mal. Jetzt ist es so, wenn du drei Drohnen aktivierst, hast du einen Orbitalsatelliten oder eine fortgeschrittene Drohne. So lange, bis eine dieser drei Drohnen am Himmel runtergeschossen wird oder nicht mehr da ist. Finde ich mega. Finde ich wirklich mega. Jeder, der nicht auf der Karte angezeigt werden will, kann relativ easy einfach Geist spielen. Dann, eins der größten Sachen, FOV-Changer. Soweit ich das gesehen habe, ihr könnt mich korrigieren, gibt es einen FOV-Changer jetzt auf dem PC, auf der Xbox X, auf der Xbox S, auf der PS5, auf der Xbox One und auf der PS4. Komplett das ganze Ding durch, jeder hat einen FOV-Changer. Hätte meiner Meinung nach in die Beta gehört, aber wenn ich mir angucke, wie der Stand der Beta war und das, was wir 6-7 Wochen später bekommen haben, kriege ich den Eindruck nicht weg, dass die Beta Monate alt war. Also es ist unmöglich, innerhalb von 6 Wochen so viel signifikante Unterschiede zu machen. Die Waffenperks bzw. die Waffenaufsätze sind komplett überarbeitet worden. Es gab in der Beta Aufsätze bei der STG, die hat dafür gesorgt, dass du 10% mehr Range hattest, dafür 180% mehr Rückstoß. Da haben wir ein paar Tests gemacht, wo die Waffe so hoch geschossen hat. Diese Aufsätze sind komplett überarbeitet worden. Das Menü vorne, es laggt nicht mehr. Die Serververbindung ist extrem gut. Es gibt ganz wenige Runden, wo ich das Gefühl habe, dass der Ping nicht gut ist. Dazu, in der Beta war es extrem heftig. Da gab es diese Suppression-Munition. Sobald du davon getroffen worden bist, konntest du dich nicht mehr bewegen. Und umso mehr Schuss du davon abbekommen hast, umso langsamer wurdest du. Das wurde komplett rausgenommen im Prinzip. Das heißt, sobald du davon getroffen wirst, A, gibt es das nicht mehr als Aufsatzvariante ohne Nachteile und B, du kannst maximal 2 Hits davon bekommen. Selbst wenn du dann 4-mal getroffen wirst, wirst du dann nicht mehr langsamer. Was mich persönlich stört, sind Score-Streaks, die wir nicht haben. Also wir haben Kill-Streaks, wir haben aber keine Score-Streaks. Wieso sollte ein Mitspieler oder ein Gegner in Herrschaft eine Flagge erobern, wenn er dafür nichts bekommt? Was bringt ihm das, eine B-Flagge unter Feuer zu erobern, wenn er auf einer 8er Streak ist, wenn er für das Einnehmen der Flagge nichts erhält? Er bekommt keine Punkte dafür, es wird nirgendwo angezeigt im Scoreboard, oder je nachdem welchen Modus man spielt, es bringt einem gar nichts. Ich bin immer ein Fan davon gewesen, dass jemand, der 10 Flaggen einnimmt, ohne zu sterben, sollte genauso Streaks bekommen, wie jemand, der 10 Kills macht. Etwas, was mich aber immer noch stört und was mich mehr stört als Skill-Based Matchmaking, ist die Tatsache, dass nach jeder Runde die Maps zerbrechen und die Lobbys zerbrechen und du eine neue Lobby bekommst. Ich weiß, dass es damit zu tun hat, damit das Matchmaking nach jeder Runde neu sortieren kann, welches Team gegen welches Team spielt. Aber ich habe so ein großes Problem damit. Und da geht es nicht um Skill-Based Matchmaking. Ich habe mich damit arrangiert, sondern
Denkt mal an die Zeit vorher. Wie oft habt ihr mit euren Jungs gegen irgendein anderes Team gespielt? Ihr habt Herrschaft gespielt, ihr gewinnt 200 zu 190. Nächste Runde, gleiche Lobby, ihr verliert 200 zu 160. Dann wollt ihr euch revanchieren, dann gibt es Smalltalk in der Game-Lobby. Dann wird man beleidigt, man pusht sich gegenseitig. Da sind Freundschaften durch entstanden. Ich habe Leute, mit denen ich heute noch zocke, die ich vor 4-5 Jahren im COD so kennengelernt habe, weil wir gegeneinander gespielt haben und nach 5-6 Runden so abgefuckt waren, dass wir gesagt haben, komm, wir zocken zusammen. Dadurch, dass die Lobbys auseinanderbrechen, gibt es das nicht mehr. Und das ist, wenn ich einen Wunsch hätte, was in diesem Game geändert werden soll, dann wäre es nicht Skill-Based Matchmaking rausnehmen, sondern dass die Lobbys, wenn man gegeneinander gespielt hat, gleich bleiben. Das wäre eigentlich mein absoluter Wunsch. So, an der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Shappy over.